Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die erste Candy Challenge. Finn ist schon ganz aufgeregt und möchte starten, deswegen labern wir nicht lange drum rum, sondern fangen gleich an. So, Finny. Was hast du da? Zeig's mal in die Kamera. Zeig mal. Übrigens eine französische Candy Challenge. So, und als erstes haben wir Haribo Invaders. Fun and Fort and Pick. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es sauer ist. Schauen wir mal. Da. Eins für den Finn. Eins für den Papa. Die sehen voll witzig aus. Die sind so. Nee, wie schmeckt das? So Monsterle. Monsterchen. Das schmeckt sauer. Das ist sauer. Oh, ich krieg's gar nicht ab. Mh, aber lecker. Mhm. Wie die Würmer, die ganz normalen Haribo. Oder? Also nichts Neues, kennt man. Haribo? Aber voll gut. Ja, aber sauer. Wir bräuchten noch eine zweite Tüte, wo wir das Benutzische reinmachen. Mhm. So, als nächstes probieren wir das. Tu es mal in die Kamera halten. So. Very Bad Kids. Keine Ahnung, Soda. Ich kann das echt nicht aussprechen. Da dürft ihr mir ja nicht böse sein. Aber ich glaube, das sind einfach so. Nee, nicht nur Cola. Wir treffen jetzt böse Kinder. Verschiedene Geschmäcker halt auch wieder. Vielleicht auch sauer. Schauen wir mal. Riechen tut gut. Wie die Würmer, die man damals beim Bäcker immer geholt hat. Oh, ziemlich klein. Also sieht schon sauer aus, muss ich sagen. Cola. Ich nehme auch einen Cola. Viel weicher als die davor. Oh! Richtig nach Cola. Mhm. Aber krasse. Oh, aber auch sauer. Oh. Sauer. Wie schmeckt das? Hat es noch nicht ganz andere im Mund? Das ist so schnell. Du musst immer sagen, wie es schmeckt, okay? Dass die Zuschauer das wissen. Wenn du das andere ausspucken möchtest, dann musst du es sagen. Nein, okay. Schmeckt gut, gell? Was wird nicht ausgespuckt? Ich mag's ausspucken. Ja. Es geht dir zu schnell, ich hab's nur schon mal rausgeholt. Ich habe mir eh überlegt, ob wir nicht eigentlich eine Mülltüte brauchen, weil wenn irgendwas ekelhaft ist, sauer. Soll es ja schnell. Sauer, sehr sauer, gell? Voll sauer. Finn liebt saure Sachen irgendwie, er mag auch Center Shock und so. Ganz seltsam. Wie die Mama, gell? Die Mama mag auch Sauzeug. So, als nächstes haben wir Pommes. Loco Look Pata Pommes Frite. Keine Ahnung. Also Pommes mit Mayo und Ketchup. Spaghetti oder Ketchup oder keine Ahnung. Ja, stimmt, Spaghetti liegt näher. Genau. Schau mal. Auf jeden Fall mega witzig aus. Sogar eine Serviette ist dabei. Oh, sieht das aus. Oh, das ist hier schon kaputt, deswegen ist es gerade runterbröselt. Ist hier futsch. Finny, eine Pommes? Gib mir die Waage. Also nicht sauer. Und die Mayo. Das sind zwei so Dinger. Oh. Warte, ich muss auch mal probieren. Ja, wie so Speckzeug halt. Wie heißt das? Schauen. Wie heißt das Speckzeug? Das heißt doch irgendwas mit Speck. Mäusespeck. Ja, genau. Also auf jeden Fall einfach süß. Nicht sauer. Schade. Aber Finn, wie schmeckt's? Na ja, super. Papa, probier den Ketchup. Ja, aber das klebt voll. Mhm. Ja, als wäre es nicht. Wie? Das probiert nicht. Wenn das schon Feuchtigkeit gezogen hat. Mm-mm. Ich aber. Mm-mm. Ich mag Mayo essen. Jetzt erstmal deine Pommes, mein Mausbär. Naja. Was haben wir noch drin? Was haben wir noch drin? So. Als nächstes haben wir so ein kleines Küchlein. Oder zwei. Ich bin mal gespannt. Die schmecken. Also sieht aus, als wäre es mit Schokolade und das obendrauf Schokoladenstreusel. Nochmal eingepackt. Ja. Das schmeckt bestimmt gut. Oh ja. Sah auf der Verpackung aber schöner aus als jetzt in Wirklichkeit.
Wie bei McDonald's. Riechen tut es wie so ein Yes-Törtchen. Oh, ich liebe Yes-Törtchen. So, wie machen wir das jetzt? Finde ich auch ein Stück? Der sagt nicht nein. Der will das ausspucken. Willst du es ausspucken? Deswegen kommt nicht hinterher, der Arme. Ja, du musst wieder auf die andere Seite, warte. Ach so, eigentlich sollten wir Punkte vergeben, wie uns was schmeckt. Also die Pommes, die waren nicht so, da wollte ich zwei sagen. Die Cola-Dinger, boah, mega Cola-mäßig, also da gebe ich auf jeden Fall 4. Und das Haribo-Zeug 5 auf jeden Fall, voll lecker gewesen. Da? Ne, nimm das, das ist größer. So, jetzt probieren wir. Also, ihr habt gesehen, so sieht's aus. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Riecht nach Yes-Törtchen, schmeckt aber nicht wie Yes-Törtchen. Ich find's gut, schmeckt wie ein Kuchen. Wie viele Punkte? Bis 5 geht. Ich mag Kuchen. Was rausholen. Okay, ich mach 3, weil... Das haben wir noch. Das haben wir noch. Weil es hat nicht schlecht geschmeckt, aber es hat nach Yes-Törtchen geschmeckt und hat mich enttäuscht, dass es nicht danach geschmeckt hat. Gerochen hat. So, was rede ich? Es hat nach Yes-Törtchen gerochen, hat aber nicht so geschmeckt und deswegen war ich enttäuscht und deswegen gibt es nur 3 Punkte. Ja, ich fand das jetzt schnell. Aber halt ein Zuckerschock. Jetzt schon. Dann viel Spaß, da kommt nämlich noch einiges auf dich zu. Ja. Also, wir probieren jetzt das. Das sieht aus wie so Waffeln mit Himbeerfüllung. Bin ich mal gespannt. Kalorien sind heftig. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich will auch mal. Ja, du kriegst auch, warte. In Frankreich, ja? Oh, riecht auf jeden Fall schon mal sehr nach Himbeer. Eins für dich. Eins für Papa. Eins für dich und eins für mich. Also ich bin ja nicht so Fan von so, schmeckt vielleicht nicht so. Dir bestimmt schon. Wie schmeckt dir das? Gibt's gar nicht hier in Deutschland. Also gut. Ich find's gut. Ich find's echt gut. Es sind einfach nur Waffeln mit irgendeiner Himbeer-Marmelade-Creme-Dingens drin. Ah, voll künstlich. Na und? Richtig, richtig künstlich. Ein Punkt. Du? Schmeckt das dir gut? Und dir? 4 Punkte. Da, dann kriegst du meins noch. Nee, auch noch? Boah, jetzt muss ich was trinken. Ich nehme jetzt das Getränk. Als nächstes ein 7-Up Cocktail Exotique. Also, bin ich mal gespannt. Ich habe gerade echt Durst. Ich muss da echt mal den Geschmack gerade wegkriegen, den künstlichen. Ich hoffe jetzt, dass es hier nichts explodiert. Das probieren oder nicht? Das darfst du auch probieren. Ich hoffe mal, es ist ein Pina Colada. Oh, es riecht auf jeden Fall. Echt gut. Vielleicht mal probieren. Du darfst gleich probieren. Warte. Schmeckt übelst nach Kinderhustensaft. Es riecht nicht so, es riecht gut, aber schmeckt total nach Hustensaft. Aber egal, ich hab Durst. Aber ich auch. Boah. Na, langsam. Vorsichtig. Ich glaube zum ersten Mal, dass er aus einer Dose trinkt. Und wie schmeckt's? Ja. Ja. Darf der Papa auch mal probieren? Papa? Das schmeckt sauer. Schmeckt nach Hustensaft, oder? Ja, soll ich euch mal probieren. Im Abgang. Ja, irgendwie. Also wer früher als Kind diesen Hustensaft geliebt hat, der muss das trinken. Auf den, was nehmen wir als nächstes? Trotzdem okay. Ja, ich Schokolade! 3 Punkte. Ja, 3 Punkte. Ich glaube, der Paddy, der hatte Bock auf Waffeln, als er einkaufen war, weil schon wieder Waffeln. Genau, das probieren wir jetzt mal. Da? Ich nehme meins raus. Okay, nimmst du selber. Ich beiß nur mal ab, weil ich mag Sachen. Ja, also. Dann gibt's ja recht. Klatsch! Schokolade. Ich auch noch. Ja. Der Papa kriegt eins von Mama. Oder? Ich finde, und die Schokolade schmeckt voll fettig. Als wäre da mehr Fett drin als normal oder ich bin es nicht mehr gewohnt. Keine Ahnung. Und du? Ich erinnere mich an irgendwas. Ich habe sowas schon mal gegessen. Ja, aber die Schokolade schmeckt irgendwie anders, finde ich. Du nicht? Nö. 4 Punkte, super.
Mini-BN. Sieht aus wie so Oreo-Nachmache. So, süß. Ich hab's rein mit. Ja, vertraut uns. Du magst du was? Magst du es nicht? Willst du ausprobieren, warte? Doch, kommt schon ein Oreo-Kekse rein. Okay, 5 Punkte. Ja, finde ich auch. Gut. Marmelade. Mit Erdbeeren. Marmelade mit Erdbeeren? Wieder, also die sind alle einzeln eingepackt. Bestimmt irgendwie praktisch, aber irgendwie auch voll die Umweltverschmutzung. Die sehen so aus. Das sind so Schiffchen. Was ist das, so Biscuit? Ja, aber schmeckt, das schmeckt jetzt total künstlich. Das ich bin Erdbeer noch nicht am Erdbeer. Ich trau mich gar nicht. Der ist auch noch mal eins raus. Das hat so einen maschinellen Geschmack. Das schmeckt überhaupt nicht nach Erdbeere. Nee. Das schmeckt nach gar nichts. Der Biscuit ist gut, aber dieses Erdbeergedöns da. Schmeckt wirklich? Nach gar nichts. So ganz, ganz leicht säuerlich, als sollte es eine Frucht werden, aber hat es dann doch nicht geschafft oder so. Ich finde, wie beim Zahnarzt. Süßigkeiten wie beim Zahnarzt. Ein Punkt. Boah. Also ganz, ja, ganz seltsam. Ein Punkt mit. Ganz seltsam, echt sehr verwirrend.